Ey, aber Bro, Leute. Digga, ich hab Fall. Ich weiß nicht, ob es einer von euch schon mitbekommen hat, aber anderes Topic. Ja, tu nur so. Du musst es anschauen. Du willst es anschauen. Ja, sag schon. Sei schon ehrlich. Guck, Lea macht das gut. Der tut seinen Konsum im Griff behalten, weißt du? Das ist wie eine Droge. Ihr müsst euren Konsum im Griff behalten. Ihr könnt das nicht alles anschauen. Das ist für euch. Bro, ich weiß nicht, ob das schon jemand von euch mitbekommen hat. Aber, Dingsbums. Schöner Türrahmen finde ich auch. Digga, du schreibst das so, wie als hätte man das noch nie gesehen, die verfickte Tür. Das ist genauso wie mit der scheiß Heizung da drüben. Die hat man schon so fucking oft gesehen, weil halt nur mal die Kamera halt nur mal in den Winkel aufnimmt, dass man das sieht. Bro, ich hab's endlich in Angriff genommen. Ich hab meine Social Media Profile geupdatet. Das ist crazy. Schau euch das an. Also ich habe meine Beschreibung noch nicht geändert. Digga, das ist legit crazy. Ey, es fehlt noch. Ich hab mir endlich jetzt in Angriff genommen, dass ich endlich mal meine Social Media Präsenz wieder updaten will, ne? Weil ich habe ja ganz viele Kanäle gehabt. Ich hab ja manchmal schon gesagt gehabt mit so, yo, nee, Dingsbums, ich wollte ja schon öfter, ach, Digga, Mann, mein Gehirn lädt gerade die falschen Wörter, scheiße. Ich hab ja schon öfters mal gesagt gehabt, dass ich meine Social Media Accounts mal alle updaten möchte, weil ich hatte ja so immer mal so wieder so mal so Dingsbums, mal irgendwie, keine Ahnung, mal so ein weirden Twitch-Account so am Rand, dann irgendwie mal so einen TikTok-Account irgendwie mal so ein bisschen Twitter, dann irgendwie so ein bisschen Instagram. Bro, ich hab das jetzt alles geupdatet. Bro, ich hab mir gestern und vorgestern mal Zeit genommen, ich hab alle Accounts geupdatet. Das Einzige, was noch fehlt, ist ein richtiger Instagram-Account und Dingsbums. Discord. Ja, Pido Shorts, Pido Gaming 2, The PYT-TV, Bro, keine Ahnung. Die kannst du irgendwann in der Mülltonne von nebenan finden. Nee, was weiß ich. Mit denen passiert jetzt nichts viel, weißt du? Das sind jetzt wie Zeitkapseln, die werden jetzt eingefroren in der Zeit. Da kannst du dann irgendwann in 5 Jahren nochmal anschauen, da wird sich nichts verändert haben. Bro, jetzt mal no joke. Ich habe das alles geupdatet. Also meine Channel-Description auf dem Main-Channel, die ist natürlich immer noch fucking veraltet. Ich weiß nicht mal, was da drin steht. Unterhaltung. Warte mal, ich mach das jetzt ganz professionell. So wie man es vorlesen soll. Unterhaltung, Real-Life-Videos, Gaming und mehr gibt es hier auf Paito. Dies ist mein Hauptkanal, Paito. Auf welchem es Videos von Unterhaltung. Digga, ich kipp die ganze Zeit vom Tisch ab. Bin ich irgendwie Rentner? Von Unterhaltung und Real-Life bis. Da fällt ein hin. Zu Gaming gibt. Bei all meinen Videos wird auf einen gewissen Qualitätsstandard in Form von Schnitt und genereller Audio- sowie Videoqualität geachtet, welcher zum Großteil immer eingehalten wird. Darüber hinaus gibt es auf diesem Kanal pro Woche immer 1 bis 3 Videos. Sollte dir dies allerdings nicht ausreichen, kannst du gerne noch meine anderen Kanäle besuchen. Auf welchen es pro Tag mehrere Videos gibt. Bei dem Kanäle-Tab findest du diese. Bro, wisst ihr, wie alt das ist? Wisst ihr, wie alt die Beschreibung ist? Da steht, bei dem Kanäle-Tab findest du diese. Es gibt inzwischen gar keinen Kanäle-Tab mehr. Digga, ist die Beschreibung alt. Beziehungsweise in meinen fast täglichen Twitch-Streams vorbeischaust oder mir einfach auf meinen anderen Social-Media-Plattformen folgst. Generell befasse ich mich nicht nur mit einem Thema und versuche so viel Abwechslung wie möglich hier auf meinem Kanal zu bringen. Wenn du dich also nicht nur für ein gewisses Thema interessierst, sondern auch für die Person dahinter, schau doch einfach mal vorbei. Bro, mein Gott, Alter. Oh mein Gott, warte mal. Wann habe ich die Beschreibung geschrieben? Ich glaube, da war ich 14. Digga, die Beschreibung habe ich seit 3 fucking Jahren nicht mehr geupdatet. Gebt euch das mal. Digga, heilige Scheiße. Okay, das ist crazy. Das ist Real Talk crazy. Bro, das ist crazy. Oh mein Gott, ich habe halt mein Kabel vom Mikro gedrückt. Ich glaube, jetzt gab es ganz kurz ein Störsignal. Bro, das ist crazy. Das ist crazy. Ja, die Beschreibung muss ich noch aktualisieren. Die steht hier schon seit 3 Jahren oder so. Aber, Bro, meine anderen Kanäle, die habe ich jetzt alle aktualisiert. Digga, wisst ihr, worauf ich vor allen Dingen stolz bin? Das habe ich heftig gemacht. Wenn man hier auf den Discord-Link klickt, da öffnet sich Folgendes. Ja, oder es öffnet sich nichts. Super. was? Was?
Warum öffnet sich da nichts? Hä? Mann, ich mach das mal aufs Handy, übers Handy auf. Warum steht da, das Content is no longer available? Hä? Digga, das war eigentlich so, wenn man darauf geklickt hat, dann hat sich so ein Bild geöffnet, wo dann da stand, The Pies bald verfügbar. Weil der Discord ist ja noch nicht verfügbar, weißt du? Der wird ja erst noch gemacht. Hä? Was ist denn das? Da hat sich eigentlich... Immer ein Like da lassen. Da hat sich das Bild geöffnet. Da hat sich das Bild geöffnet. Bro, hä? Wie scheiße, Mann. Mann, ich habe mir übelst Mühe gegeben. Ich habe das Bild extra auf Discord hochgeladen, habe dann den Bildlink kopiert und hab ihn da eingefügt. Was ist das denn? Oh mein Gott. Ja, aber das Einzige, was mir noch fehlt... das Einzige, was mir noch fehlt, ist... Dingsbums. Ist ein Instagram-Account und halt der, und der Discord. Bro, den Instagram-Account, den werde ich auch noch machen. Bro, vielleicht mache ich den Instagram-Account auch noch heute, das muss ich mal gucken. Vielleicht, wenn ich bis 18 Uhr live bin, dann mache ich, bevor ich dann das zweite Short heute hochlade, dann noch den Instagram-Account. Das muss ich mal gucken. Aber Bro, der Instagram-Account kommt auch noch. Digga, warte mal. Was ist denn dann die Beschreibung auf den anderen Channels? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Die Beschreibung ist mindestens genauso alt. Highlights, Reactions, Tierlists, Wots und mehr. Das alles hier gibt's auf Team Pite. Team Pite ist der zweite von Paito erstellte Kanal, welcher sich auf dessen Stream-Highlights sowie Reactions, Vods, Real Talks und so weiter fokussiert. Dabei gibt es auf diesem Kanal keine Gaming-Videos, anders als auf zum Beispiel dessen anderen Kanälen. Digga, wirklich, fick mein 14-jähriges Ich, so ein Hurensohn, der das schreibt. Es hört sich so scheiße an, wie das geschrieben ist. Es kommt voraussichtlich täglich ein Video. Digga, da ist sogar... What the fuck? Vegan. Was? Bist du Vegetarier oder nur vegan? Digga, andersrum. Vegan. Vegetarier ist Vorstufe von vegan. Ich hab die Scheißbeschreibung seit 3 Jahren hier und ich hab einen fucking Rechtschreibfehler in der Groß-Kleinschreibung. Es kommt voraussichtlich täglich ein Video um 18 Uhr online. Reaction, Real Talk oder Tierlist. Unter anderem wird auch nach Beenden des letzten Twitch-Streams dieser hier hochgeladen. Dies kann je nach Verarbeitung der Twitch- sowie YouTube-Server einige Minuten bis wenige Stunden dauern. Alle YouTube- sowie Twitch-Clips werden bis auf wenige Ausnahmen ausschließlich auf dem extra davor dafür vorgesehenen Paito Shorts Kanal hochgeladen. Dieser beinhaltet auch die für YouTube genehmigten TikTok-Videos von Paito. Digga, damals hieß... Oh mein Gott, das ist jetzt crazy lore. Das ist jetzt crazy lore, okay? Bevor der Team Paito... ganz ursprünglich hieß der Clips-Channel Paito Shorts. Dann hieß er Paito Clips und dann hieß er The PYT TV und dann wurde er einfach abandoned und dann seitdem ist er einfach gone. Weißt du? Bro, what the fuck? Digga, das ist jetzt crazy lore. Das seht ihr mal, wie alt das ist. Heilige verdammte Scheiße. Das ist mindestens 3 Jahre alt. Mit Bro, fuck, ey. Hab ich auf dem Game... Ah, wobei der Gaming-Kanal... Nee, da hatte ich nie eine Beschreibung gemacht. Doch, hatte ich. Hatte ich. Ich hatte auf dem Gaming-Kanal sogar tatsächlich eine Beschreibung gemacht, aber die ist nur 1 Jahr alt. Weil, ja, der Gaming-Channel ist ja nicht so alt. Der offizielle Gaming-Kanal von Python. Hier auf dem Kanal ist ein bunter Mix der unterschiedlichsten Spiele in deinem oftmals Let's Play-artigen Stil anzutreffen. Von alten Klassikern über die größten Perlen der Indie-Szene bis hin zu brandneuen Titeln kann man hier alles sehen. Bei allen Videos sowie den Thumbnails wird auf hohe Qualität gesetzt und den Erwartungen der... Bei allen Videos sowie Thumbnails. Alter, die Thumbnails haben eine richtig hohe Qualität. Ach du Scheiße, das ist nicht einfach nur ein Screenshot aus dem Video. Heilige Scheiße, das ist High Quality. Oh mein Gott, oh mein Gott. Caught in 4K, fuck ey. Um den Erwartungen der einzelnen Zuschauer zu entsprechen und um die Kunst des Gamings auf der Videoplattform YouTube sowie des generellen Let's Plays zu würdigen. Bro, aber da merkt man gleich, dass die Beschreibung von einem intelligenteren Wesen geschrieben wurde, wisst ihr? Da merkt man einfach, dass man über die Jahre schlauer wird. Bro, davor war das so ein bisschen wie gewollt, aber nicht gekonnt geschrieben. Und hier wurde das schon elegant geschrieben. Ich würde jetzt auch ein paar Worte austauschen, aber Bro, es war auf jeden Fall schon eleganter geschrieben. Das muss man dazu sagen. Ja, das nächste Mal nehmen wir aber ChatGPT, wa? Nee, das machen wir nicht. Und die PYT-TV, Bro, da muss ich erstmal danach suchen. Den habe ich ja nirgendwo mehr verlinkt. Die PYT-TV, Bro, der kommt nicht mal mehr. Doch, jetzt habe ich ihn gefunden. Da habe ich nie eine Beschreibung gemacht, Leute. Bro, aber das ist schon wild irgendwie. Digga, das ist schon wild irgendwie. Bei dem Funtrack-Channel eine Beschreibung? Nee. Ja, da will ich noch überall Beschreibungen hin machen, dass das einfach so voller wirkt. Versteht schon, ne? Bro, aber übrigens, Digga, oh mein Gott. Ich muss unbedingt die fucking... Ich muss den Channel hier mehr promoten. Ey, Zomba, was geht? Bro, ich muss den Channel hier mehr promoten. Digga, jetzt mal no joke. Ah, oh, das ist gut, Zomba.
Wann hatte ich den Channel schon mal promoted gehabt? Irgendwie so, nee, das mache ich erst, wenn ich Dingsbums. Ich habe übrigens auch übelst viel, oh mein Gott, das habe ich ja gar nicht gesagt. Das habe ich auch noch, wobei man könnte es eigentlich schon sehen. Digga, ich habe ja in der letzten Zeit nicht so viele Longform-Videos hochgeladen. Ich will jetzt auf jeden Fall... Digga, Max, ich tink ordentlich, Mann, Junge. Jetzt rappel's gleich. Ich hatte ja gesagt gehabt, yo, ich tue jetzt, das tue ich jetzt auch jetzt mal ganz kurz. Ich tue jetzt ein Announcement machen. Ich mache mir jetzt eine Challenge, okay? Ich möchte jetzt jeden Tag, die andere Channel ist jetzt nicht inbegriffen, ich gehe jetzt vom Hauptkanal. Ich möchte, Mann, Charlie. Ich sag jetzt, ich beziehe mich jetzt nur auf den Hauptkanal. Ich möchte jetzt jeden Tag hier auf dem Hauptkanal. Ach, wisst ihr was? Fickt euch einfach alle. Ich möchte jetzt jeden Tag hier auf dem Hauptkanal 2 Shorts hochladen und einen Stream machen. Und wenn ich nicht streame, kommt dafür ein Longform-Video. Das setze ich mir jetzt als Challenge hier auf dem Hauptkanal. Heute kam schon ein Short und ein Stream. Das bedeutet, heute muss noch ein Short kommen. Bro, das setze ich mir jetzt als Challenge hier für den Kanal. Weil ich habe ja mal eine Zeit lang nicht so viel hochgeladen auf dem Hauptkanal, Bro. Das ist schon fast ein bisschen goofy zu zeigen. Digga, ich habe ja, Bro, in der Phase, wo ich so... Jetzt mal Nachschlag. Zu dem Zeitpunkt... Das wird was, Charlie, das wird was. Bro, der Bot geht nicht. Ach, geht fucking Streamlabs schon wieder nicht? Ach, Streamlabs, fick dich ins Arschloch, wirklich. Warum geht denn ihr scheiß Bot nicht? Ich meine, die Streamlabs-Software ist schon einfach nur ein Rip-Off von Dingsbums und die ist scheiße. Aber bitte, bitte, lasst doch wenigstens auch ein Bot funktionieren. Oh, wartet. Ist der Cloud-Bot an? So, jetzt sollte er an sein. Digga, der Bot hat sich einfach wieder angeschalten. Bro, nutzt doch dafür Nightbot. Nein, für Channel Points und Watchtime geht Nightbot nicht auf YouTube. Das geht nicht. Bro, Charlie, was für... Ich bin Fortnite-süchtig. Was ist das denn jetzt schon wieder? Ich spiele kaum Fortnite. Jetzt mal No-Joke. Ich will mal wieder Fortnite spielen, aber ich habe schon lange kein Fortnite mehr gespielt. Digga. Bro, ich muss euch das jetzt zeigen. Ich mache ja jetzt... Ihr müsst ja wissen, wenn ich was hochlade, mache ich jetzt bessere Zahlen als davor so. Ich hatte auch mal kurz so eine Streak, wo ich mal 5 Videos am Stück, jedes Video irgendwie 2.000 Views oder so gemacht hatte. Bro, jetzt ist so, an sich so, wenn ich jetzt aktiv was hochladen würde, ich würde mehr Views machen als jemals zuvor. Und jetzt gebt euch einfach Folgendes. Ihr müsst wissen, mein Peak war 3.800 Stunden Watchtime in den letzten 12 Monaten. Man braucht 4.000 für YouTube-Monetarisierung. Wisst ihr, auf was ich jetzt runtergedroppt bin, weil ich so lange nichts hochgeladen hatte, richtig? Weil Shorts zählen da nicht geil in die Watchtime und ich hatte auch nicht viel gestreamt. Digga, ich bin auf 2.600 runtergedroppt. Eine Scheiße. Ich weiß, dass wenn ich aktiv was hochlade, ich da in einem Monat wieder hochkomme, aber ich muss halt auch aktiv was hochladen, ne? Eine Scheiße, Mann. Bro, Digga, eine Scheiße. Ich habe mehr Subs als Watchtime in den letzten 12 Monaten. Shorts exkludiert. Bro. Digga, was zum Fick? Mann, eine Scheiße. Bro, aber ich keep da die Streak. Ich werde da jetzt die Streak haben und ja. Sobald ich Gewerbe angemeldet habe, werde ich mich da auch fürs Partnerprogramm bewerben. Und dann wird hier fettes Cash gemacht. Dann werden wir auch die. Dann will ich aber auch Donations sehen. Und Mitgliedschaften, die hier reinkommen. Bro, wir sind ja schon nicht auf Twitch, dann gebt ihr wenigstens eine Mitgliedschaft für 99 Cent im Monat. Das ist billig, das ist... Dafür könntet ihr euch... Ihr könnt euch für ein Twitch-Sub 4 Mitgliedschaften auf YouTube holen. Dann könnt ihr euch auch gleich eine Mitgliedschaft bei mir holen. Ich sag's euch, wie es ist. Bro, Digga, aber ich muss mal unbedingt hier, den Dingsbums-Channel mehr promoten. Den Musik-Channel. Ich hab den einmal promotet. Ein einziges Mal, Digga. Ich muss den mehr promoten, wirklich. Dann würde der auch mehr Zahlen machen, so. Ja, man kann so 5 verschiedene Stufen machen. Ja, man kann es ja dann 15 Euro und eine 25 machen. Das ist ein Tiered Geist, aber auf Twitch und dann passt das schon. Hat man alles ausgenutzt. So. Oder du machst einfach aus Prinzip nur 100 Euro Sub, weil es gibt immer irgendwelche Leute, die sich das random einfach mal kaufen und dann hast du einfach 100 Euro plus. Eine Scheiße, Mann. Oh mein Gott. Bro, ja, Digga, ich muss auch unbedingt, wie gesagt, mir fehlt jetzt noch Instagram und mir fehlt noch Discord. Bro, und dann habe ich wirklich zum allerersten Mal in meiner Lifetime, dass ich auf jeder Social Media Plattform aktiv vertreten bin. Wisst ihr, ich will das irgendwie so haben, weil das kannst du hier auch dann so sehen, so, wisst ihr, über die Links kannst du so alles erreichen, so mäßig. Bro, ja, Max, ganz entspannt. Bro, das Ding ist, warte mal, kannst du Mathe? Dann haben wir 17.51 Uhr, es geht auch 18 Uhr los. Bro, das Dingsbums hier, ich will das halt irgendwie so, dass so die kompletten,
YouTube, also nicht YouTube-Channels, Social Media Kanäle von mir irgendwie so auf einer Stelle, sage ich mal, so erreichbar sind, ne? Also es gibt ja, also das Ding ist ja, Bro, man kann ja auch, also es ist ja schwer, so alles so zu gleich vom einen Hub, sage ich mal, erreichbar zu machen. Also das Beste, also das, was mir am meisten gefallen würde, wäre natürlich, wenn man alles, was ich machen würde, irgendwie so wie von einem Hub heraus, sage ich mal, gleich erreichen könnte. Das ist natürlich schwierig umsetzbar, weil, wie gesagt, man hat ja auch Real-Life-Projekte oder so, also irgendwelche Firmen dann irgendwann so. Das ist natürlich dann schwierig damit umsetzbar, aber ich will das auf jeden Fall so keepen, dass ich alle Social-Media-Sachen, sage ich mal, alle Online-Sachen, die sich direkt um mich als Person drehen, sage ich mal, dass die, sage ich mal, erreichbar sind, direkt über ein Panel, sage ich mal. Dass man das mit den ganzen, dass das irgendwie so alles miteinander verbunden ist, sage ich mal. Bro, das ist damit auf jeden Fall auch extrem gut möglich, weil ich habe mir halt so überlegt, so, yo, weil ich habe ja die ganze Zeit immer über so unterschiedliche Kanäle gehabt, die ich dann mal nicht mehr geführt hatte und dann doch wieder geführt hatte und so weiter und so fort. Bro, und ich glaube, ich habe es jetzt legit geschafft, so mäßig alles, sage ich mal, so organisiert zu lassen, dass man für alles sowas hat, wisst ihr? Dass man dann nicht doch noch für irgendwas noch einen neuen Channel braucht. Weil, Bro, schaut mal, ich habe für den Hauptchannel, hier Hauptkanal halt, keine Ahnung, da kommt halt alles so hauptkanalmäßig online, da kommen alle so Shorts online, die sich jetzt um den Hauptkanal drehen, da kommen alle Livestreams online, so gerade Content. Naja, ich gehe 18 Uhr offline dann, weil halt dann wieder EM ist und dann eh keiner mehr zuschaut. Bro, gerade just chatting, ne? Bro, wenn ich dann wenn ich irgendwann wieder, also Gaming machen sollte, ich habe den Gaming-Channel. Für den Zweitkanal kommt er also auf den Zweitkanal online. Ihr wisst Bescheid. Warum gehst du dann live? Na, weil ich Just Chatting mache. Hä? Und dann 18 Uhr gehe ich offline, weil da die EM ist und dann jeder die EM anschaut. Stehst du? Bro, und auf Zweitkanal, da kann ich ja auch jeden Shit dann hochladen, der für den Erstkanal nicht passt. Wisst ihr? Da kommt dann so der ganze Stuff dann online mit, keine Ahnung, irgendwie, selbst wenn ich mal wieder Podcast machen würde, dann würde das auch auf den Zweitkanal online kommen, so, ihr versteht schon. Fun-Tracks, kann man die ganzen Fun-Tracks online und die Instrumentals davon. Ja, und auf dem Archive-Channel kommt halt alles so fürs Archivieren, ne? Bro, das ist halt, wisst ihr, das ist halt jetzt so das Konstrukt so, wo man so alles so hochladen kann, so. Und man hat so alles organisiert. Und man hat jetzt keinen Grund mehr, irgendwas jetzt irgendwie so wieder offline zu nehmen oder zu löschen oder neu zu machen und so. Wisst ihr. Und selbst wenn ich irgendwann sagen würde, ich würde einen Clips-Channel machen, wobei YouTube die Clips-Funktion gerade intern ein bisschen ausbaut. Also früher oder später wird man eh auf jedem Channel einen extra Clips-Tab haben. Wie gesagt, da wird es dann eh überflüssig sein, einen extra Clips-Channel zu haben. Wenn dann irgendwann Clips so mäßig kommen, so, Bro, und oder ich würde es trotzdem noch extra hochladen, Digga, kann ich einfach auf dem Archivkanal hochladen. Oder wenn ich irgendwann doch nochmal auf einer anderen Plattform streamen sollte, kann ich einfach den Wort auf dem Archivkanal hochladen. Twitter selbst erklären, TikTok auch, Reddit auch und dann noch mit meinem Instagram und Discord. Das Einzige, was vielleicht noch irgendwann dazukommen sollte, wäre dann einfach, wenn ich irgendwann dann, keine Ahnung, mal so auf Real-Basis Musik machen würde, dann vielleicht noch für die Read-Musik so halt einen Channel. Oder was heißt vielleicht, dann würde ich sozusagen für die ernst gemeinte Musik noch einen Channel machen. Aber ansonsten, ja, versteht schon, ne? Kommt dann einfach noch ein Dingsbums. Aber an sich ist das halt nice, weil da habe ich das halt einmal gleich so alles organisiert. Das feiere ich auf jeden Fall, weil ich habe halt lange damit gestruggelt.